Herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Sebastian und heute zeige ich euch die 42132. So, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Videos liken würdet und wenn ihr ein Abo abschließen würdet. So könnt ihr mich kostenlos unterstützen und es wäre echt super für mich, dass der Kanal ein bisschen weiter nach vorne kommt und dass er ein bisschen bekannter wird. So, okay, hier haben wir ein schönes Motorrad. Ich sag schon mal von vorne rein, ich habe keine Ahnung von Autos, von Motorrädern, von Baumaschinen, was ich sehen kann und so, aber nicht wirklich ist eine Ahnung. Darum entschuldigt mich, wenn ich jetzt irgendwas sage und es ist nicht wahr oder es ist nicht wahr oder Leute sehen es anders. Tut mir dann leid, ich kenne mich gerade nicht aus, ich kann nur das sagen, was ich sehe und wie ich darüber denke. Also, ich finde, das sieht aus wie mir ein bisschen wie eine Harley. Unterschied zwischen A und B-Modell, das ist das A-Modell. Es hat hier weniger Bodenfreiheit. Wenn man umdreht, das B-Modell hat viel mehr Bodenfreiheit und es hat einen ganz kurzen Auspuff, der total lustig ist. Ja, hier ist die 1 zu 1 Darstellung. Jetzt zeige ich euch die Aufkleber. Wenn auf einem Set von mir Aufkleber sind, dann habe ich es gebraucht gekauft. Ich klebe keine Aufkleber drauf. Hier haben wir jetzt 8 Aufkleber. Vorne seht ihr gleich eine weiße Fliese, wo der Aufkleber drauf kommt. Aber mit etwas Fantasie kann sich jeder da eine Lampe hindenken. Und Aufkleber mache ich nicht so gern drauf, weil ich habe bei einem es gemacht, bei einem Speed Champions. Und auf einer Seite sind die, auf einer Seite ist das Licht okay, auf der anderen Seite ist das Licht viel zu hoch. Und das sieht nicht toll aus. Und wenn man Lego-Aufkleber abknibbelt, dann entsteht da ja sowas, wo man geknibbelt hat, entsteht was, was nicht, wo der Kleber nicht mehr hält. Das ist ja noch schlimmer. Also Lego-Aufkleber, wenn die drauf sind und mal abknibbeln versucht, hört, macht es bitte nicht. Denn dadurch wird alles nur viel, viel schlimmer. Ja, so. Die Aufkleber, jetzt zeige ich euch kurz die Teilliste. Das Set hat nicht viele Teile, 100, 160 irgendwas. Ihr müsst dran denken, hier sind, wo steht es hier? Hier sind nochmal, wo sind die denn jetzt? Ja, hier 29 Kettenglieder. Also. Es hat irgendwas mit 169 Teilen, aber sind ja 29 Teile schon allein Kettenglieder. Es sind die kleinen Kettenglieder, die Lego nicht sehr häufig benutzt. Hier benutzen sie die mal wieder, finde ich eine super Sache. Ja, ich habe mir das Set letztes, ich wollte mir das Set nicht holen. Weil es kam diese blöden Aufziehautos von Lego raus, diese 50 Euro, und ich habe nicht viel Geld. Ich hole gebraucht oder maximal so 50, 60 Euro. Und da habe ich gesehen, die neuen Autos für 50 sind Aufziehautos. Da habe ich schon keine Lust mehr gehabt mit Lego Technik. Dann habe ich hier Motorrad gesehen. Das ist super, eine mitlaufende Kette. Ich wusste nicht, dass ein Motor drin ist. Also jemand hat gesagt, so Paul, ich mache es jetzt richtig. Es bewegen sich nicht die Zylinder hoch und runter, sondern die Kolben bewegen sich hoch und runter. So habe ich dann gedacht. Ja, und dann wusste ich, im März kommt dann der Telelader raus, der super ist, aber da, so lange habe ich gesagt, so lange wollte ich nicht warten, habe mit Lego Technik wieder aufgehört und mit Lego System wieder angefangen. Naja, aber jetzt möchte ich jetzt nur noch Lego Technik machen, weil mit Technik kann ich am Tisch sitzen, ein bisschen rumbaggern oder so. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt mit einem Star Wars Flug, zwei Star Wars Flugzeuge durch meine Wohnung fliegen und tun, ob sie sich bekämpfen? Das ist ja auch nicht gerade das Wahre. Darum möchte ich lieber Technik haben. Ich mag Funktionen einbauen. Ich mag, wenn ich wo man dreht, bewegen sich die Zahnräder. Was ich nicht mag, ist ferngesteuerte Autos und mit Motor auch nicht. Pneumatik mit Motor akzeptiere ich gerade so, aber ich möchte woran drehen, auch wenn es länger dauert. Es soll sich drehen, ich will sehen, wie Zahnräder sich benutzen, wie Zahnräder hin und her flitzen und eine Funktion ausführen. Ich habe euch ja vorgestellt, die 8069 Super Set, zwei Paneele, aber man kann ihn sehen, man sieht die Technik. Und bei anderen Sets ist ja voll gemacht mit Paneelen und man sieht da kaum was von der Technik. Man sieht nicht, wie die Zahnräder sich bewegen und das finde ich nicht so toll. So, jetzt erstmal weiter zum Set. Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen ausgeholt habe. So, hier haben wir jetzt das Set und zwar das Motorrad. Ich zeige es euch einmal in voller Pracht. So, vorne. Ja, und hier seht ihr hier, dass da nur eine weiße Fliese ist, aber jeder kann sich ja denken, dass da ein Aufkleber drauf ist. Dann natürlich hier ein Tank. Hier hinten kommt noch ein Aufkleber drauf. Und das gefällt mir ehrlich gesagt ganz und gar nicht. Hier haben wir die Kette, die schöne
dünne Kette. Und wenn man jetzt da reinguckt, seht ihr da, da was Schwarzes. So, das halte ich mal so und drehe ein bisschen. Oder ich fahre, ist ein bisschen doof gemacht. So, da seht ihr jetzt, das ist eine Reihe Dreizylinder. Und ihr seht, wie die Zylinder hoch und runter gehen. So, ich baue mal kurz was ab, dann sieht man es etwas genauer. So, ich habe jetzt auf der anderen Seite abgenommen, weil auf der anderen Seite war ja jetzt ehrlich gesagt die Kette und so. So, jetzt seht ihr da die Zylinder. Von hinten vielleicht. So, jetzt seht ihr die. Nein, seht ihr die Kolben, die hoch und runter gehen, nicht die Zylinder. Die Zylinder gehen nicht hoch und die Kolben gehen hoch und runter. Und da unten seht ihr so eine Art Nockenwelle. Die ist auch schön gebaut, die Nockenwelle, finde ich. Und eine Reihe Dreizylinder ist hier drin. Das sind jetzt Pins. Wo man oben eigentlich so no also die obene Noppe haben. Und da sind halt so runde Fliesen in Schwarz drauf. So, das funktioniert echt super hier, finde ich. Sieht echt gut aus und funktioniert super. Ja, das war schon. Mehr kann ich euch nicht zeigen, weil es nicht mehr gibt. Über ein Abo und über ein Like des Videos würde ich mich sehr freuen. Und immer schön Stein auf Stein. Schöne Grüße vom Niederrhein. Tschö.